Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Versammlungsfreiheitsgesetz. Was für ein Euphemismus. Für ein Gesetz, mit dem die hessische Landesregierung, mit dem Schwarz-Grün versucht, das Versammlungsrecht in Hessen in wesentlichen Teilen zu beschränken. In der Anhörung, die dazu stattgefunden hat, sind deutliche Worte gefallen. Und lieber Lukas Schauder, vielleicht sollte man nicht nur die ersten zwei Zeilen einer Stellungnahme vorlesen, sondern dann auch so konsequent sein, die Kritikpunkte zu nennen, die danach gekommen sind, wenn gesagt wurde, im Grunde genommen ist es gut, aber das würde zur Wahrheit dazugehören. In der Anhörung wurden sehr viele deutliche Worte gefunden angesichts des geplanten Grundrechtseingriffs, der dort stattfindet, und das ist auch gut so. Und am deutlichsten, gerne das Zitat, am deutlichsten formulierte es das Komitee für Grundrechte und bezeichnete ihre Gesetzesvorlage als, und ich zitiere ausdrücklich, ein in Schriftform gegossenen Freifahrtschein für Repression und Polizeigewalt. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, die vielfältigen Demonstrationen der letzten Tage gegen eine Verschärfung im Versammlungsgesetz zeigen deutlich, dass viele Gruppen, vom DGB über Umweltgruppen bis zu Bürgerrechtsinitiativen, zu Recht befürchten, dass es nicht der gute Wille ist, der hinter diesem Gesetz steht, sondern der Wunsch, Versammlungen und ihre Teilnehmerinnen kontrollierbarer und gläserner zu machen. Die Kritik daran haben wir bereits in der ersten Lesung angemeldet, und die Anhörung der Expertinnen hat uns noch einmal bestätigt. Ich will auf ein paar Punkte eingehen, die für uns dort besonders wichtig sind. Niemand hier in dem Haus hat Interesse, niemand will ich vielleicht nicht sagen, fünf Fraktionen hier im Haus haben kein Interesse an Aufmärschen von Neonazis mit Fackeln oder Ähnlichem. Aber das, was hier argumentiert wird von Schwarz-Grün zur Verhinderung von militanten Neonazi-Aufmärschen, wird in der Anwendung dann völlig anders aussehen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben aus der Praxis. So wurden 58 Anhänger von SG Dynamo dafür verurteilt, weil sie im Mai 2017 an einem Fanmarsch teilgenommen haben mit 1.500 Fans in gleichen T-Shirts und gleichen Hüten. Und da ist natürlich die Frage berechtigt, wann eine solche Rechtsprechung, für die Sie hier Tür und Tor öffnen, auch bei Streikversammlungen, bei Demonstrationen mit lila Halstüchern oder bei Maleranzügen zuschlagen wird. Ihr Gesetz ist so schwammig und so von unbestimmten Rechtsbegriffen geprägt, dass es in das Belieben der Einsatzleitung vor Ort gestellt wird, was als einschüchternd erlebt wird und was als Grundlage für ein Verbot gelten kann. Als Linke sagen wir da sehr klar und sehr eindeutig, wie eine Versammlung organisiert wird, ob sie bunt oder einfarbig ist. Ob mit Hüten oder Röcken, ist alleine Sache der Veranstalterinnen. Und hier darf es keinen Ermessensspielraum und keine Einflussnahme des Staates geben. Und ich will Ihnen auch sagen, warum wir an dieser Stelle so eindeutig sind. Weil genau diese Staatsferne von Versammlungen macht die demokratische Urgewalt von Versammlungen aus. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1985 wichtige Leitplanken zum Versammlungsrecht definiert, und die werden wir auch hier in Hessen nicht einfach über Bord werfen dürfen. Das Versammlungsrecht soll eben nicht die Mehrheitsmeinung schützen, sondern insbesondere die Meinung von Minderheiten, von denjenigen, die nicht in der Regierung sitzen. Und um das noch einmal deutlich zu machen, der Leitsatz der Urteilsbegründung von dem Bundesverfassungsgericht 1985, Zitat, als Abwehrrecht, das auch und vor allem andersdenkenden Minderheiten zugutekommt, gewährleistet Artikel 8 Grundgesetz den Grundrechtsträgern das Selbstbestimmungsrecht über Ort, Zeitpunkt und Art sowie Inhalt der Veranstaltung untersagt zugleich staatlichen Zwang, an einer öffentlichen Versammlung teilzunehmen oder ihr fernzubleiben. Schon in diesem Sinne gebührt dem Grundrecht in einem freiheitlichen Staatswesen ein besonderer Rang. Das Recht,
sich ungehindert und ohne besondere Erlaubnis mit anderen zu versammeln, galt seit jeher ein Zeichen von Freiheit und Unabhängigkeit und Mündigkeit des selbstbewussten Bürgers. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, und genau an diese Freiheitsrechte legen Sie die Axt an. Ihr Gesetz ist zutiefst geprägt von Misstrauen und einem Generalverdacht gegen alle, die sich kritisch zur Macht der Mächtigen äußern wollen. Bereits vor der eigentlichen Versammlung ermächtigen Sie die Polizei mit stationären und mobilen Vorfeldkontrollen, Versammlungsteilnehmerinnen durchsuchen zu können. Die Videoüberwachung bei Versammlungen wollen Sie ausweiten und damit de facto zur Regel machen. Und lassen Sie mich noch einmal zu diesem viel besprochenen sogenannten Vermummungsverbot kommen. Es gibt viele gute Gründe, nicht sofort für Außenstehende bei Versammlungen erkennbar zu sein. Wir haben erlebt, wie Neonazis immer wieder sogenannte Todeslisten angelegt haben, indem sie vermerken, wer wann gegen sie demonstriert hat. Wir kennen die Arbeitsweise der Geheimdienste, ob es die Chinesen sind, die die Uiguren mit Repressionen überziehen, oder ob es der iranische Geheimdienst ist, der protestierende Frauen und Männer auch in Deutschland systematisch erfasst, um im Heimatland Druck auf Familienangehörige auszuüben. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Sie setzen aber Gesichtsmasken, Bärte, Hüte, Pappnasen und Ähnliches mit Gewalt gleich. Und das ist für uns eine vollkommen unzulässige Verallgemeinerung. Diese und weitere Kritikpunkte wurden von den Expertinnen, wurden von uns und vielen anderen in den letzten Wochen immer wieder vorgetragen, ohne dass sie sie auch nur annähernd ernst genommen hätten. Sie sind vollkommen beratungsresistent an dieser Stelle, und deshalb werden wir auch nicht beantragen, in eine dritte Lesung zu gehen. Wir haben in Hessen eine Institution, die das letztendlich entscheiden wird, und die werden wir an dieser Stelle selbstverständlich anrufen. Wir bereiten eine Klage vor dem Staatsgerichtshof vor. Denn wir sind sicher, und die Vergangenheit hat es gezeigt, Ihre Gesetzgebung in der Sicherheitspolitik ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den Staatsgerichtshof. Egal, ob es das Gesetz ist zur parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes, ob es das Gesetz zur Änderung der sicherheitsrechtlichen Vorschriften oder jetzt das Versammlungsgesetz ist. Wenn Sie hier nicht zur Einsicht kommen, wenn Sie hier den Argumenten nicht zugänglich sind, dann muss eben wieder der Staatsgerichtshof Ihren völlig überzogenen Sicherheitsvorstellungen korrigieren. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen. Es wäre schön gewesen, wenn Sie an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch mal dafür gesorgt hätten, dass demonstrationsfreundliche Regelungen in dieses Gesetz aufgenommen worden sind. Aber da haben Sie, insbesondere von den GRÜNEN, sich völlig der Marschroute der CDU unterworfen. Ich möchte einen einzigen Punkt ansprechen an der Stelle. Bitte, warum, Herr Felzerhausen, kommen Sie aber auch zum Ende. Das werde ich tun, Frau Präsidentin. Diese letzte Sache. Warum haben Sie nicht dafür gesorgt, dass es eine Verpflichtung gibt, der Anmeldebehörden Auflagenbescheide unverzüglich zu erlassen, damit die Menschen, die Veranstaltungen anmelden, dann auch tatsächlich die Rechtsmittelfähigkeit haben? Alles Punkte, aber wir werden heute darüber nicht mehr einig werden. Vielen Dank.